Okay. Husa, wir wollen den First Try. 3, 2, 1, go! Moin Leute, es ist Freitag und das bedeutet, wir kümmern uns mal wieder um eure Levels. Und das erste Level trägt den vielversprechenden Namen Palutenmetzel von Ansch 1. Viel Spaß. Okidoki, hoffentlich werden wir viel Spaß haben. Den Opa mit einer mega cranken Tötungsmaschine. Moment mal, das könnten doch, guck mal, die sehen genauso aus wie wir. Das könnten alles unsere Zwillinge sein. 20.000 Zwillinge. Okay, keep on rolling. Oh, da vorne ist schon das Ziel. Oh, das sieht gut aus. So, komm schon. Hä? What? Wieso? Ah, das ist doch ein Scherz. Er hat das Ziel nicht lang... Oh Gott, das... Sprachlos. Einfach nur Ja, toll, jetzt müssen wir da nochmal hochcruisen. Und dann... Ach ja, dann springen wir einfach ab. Okay, alles tutti frutti. So, eine Sekunde. Ja, toll, ich dachte, da kommt dann einfach der Victory. Warte, wo ist das Ziel? Da vorne. Okay, alles cool. Jo, es tut mir leid, Bros. Es tut mir leid. So, warte. Stopp. Oh Gott. Nein. Runter mit dir. Runter mit dir. Zurück. Jawohl. Und Victory. Exit to Menus. Ah, unsere armen Brüder-Zwillinge, die da draufgegangen sind. Die armen, aber das muss uns nicht weiter interessieren. Wir machen weiter mit Paluten 99,99 von Master of Disaster. Hey, Paluten. Viel Spaß mit diesem Level. Es ist machbar. Das sagt ihr immer, dass es machbar ist. So. Hoi! Okay. Husa. Wir wollen den First Try. 3, 2, 1, go! What? Okay, das ist absolut kein Problem. Das ist absolut kein Problem. Jetzt! Oh, was? Och, nö, die Harpune hat. Oh, schade. Ja, toll, wie soll ich. Ey, ich fahr jetzt einfach. Na, oh, verdammt! Ey, wieso? Ja, toll, es ist machbar. Ja, da würde ich aber gerne mal wissen, wie das machbar ist. Wie das machbar ist. Ja, komm, warte. 3, 2, 1, jetzt. Oh, verdammt, ey, wir müssen das nur. Wir müssen. Nein. Kurz warten. Kurz warten. Und jetzt. Na, aber. Oh, warte. Ey, die Harpune darf uns. Oh, verdammt. Nicht töten. Nein. Warte, wir müssen geduldiger sein. Jetzt. Ah, verdammt. Die darf uns nicht töten. So vielleicht. Und dann werden wir davon einfach reingeschossen. Ey, das muss machbar sein. No! Okay. 3. Nee, 3. 2. 1. No! No! Warte, Leute. Ich muss das probieren, weißt du? Das wäre doch... Jetzt komm, Junge! Ey, da irgendwann muss doch korrupterweise einfach mal der Victory ertönen. Jetzt komm. Runter! Jawohl! Yes! Oh, lange habe ich mich nicht mehr so auf einen Victory gefreut. So, komm schon. Paluten Moody Jump von Rasmus. Hier ein faires Moody Jump Level. Das packst du mit freundlichen Grüßen, Rasmus. Okay, Rasmus. Jump. Wow. Jump. Oh, guck mal, da können wir sogar ein paar Sachen überspringen. Müssen wir nur den Coin... Nein, wir hätten nur den Coin einsammeln müssen. Dann wäre es ein First Try gewesen. Egal, das kriegen wir hin. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden hier. Zack. Oh, nochmal zack. Jetzt müssen wir, glaube ich, nicht jumpen, sondern... Jawohl. Das war wirklich nicht allzu schwer, aber ein schönes Level. Und jetzt haben wir Don't Move von William Rösner. Nehmen einfach mal das. Hyperluten, hier ist ein sehr langes Don't Move. Nein, es ist nicht endungslos. Viel Spaß. Dein William Rösner, okay. Okay, natürlich hätte ich jetzt für ein langes Don't Move, hätte ich jetzt natürlich ein paar Sachen. Ich habe immer noch mein Wasser, kann ich immer einen Schluck nehmen, weißt du. Professionell in den Let's Plays, erstmal ein bisschen was trinken. Prost, Leute. Super schmackhaftes Wasser. Was habe ich ansonsten? Hier habe ich noch ein paar Batterien liegen. Denn von meinem Xbox-Controller sind die leer gegangen. Das geht ja immer ratzi, fatzi, futzi, whatever. Was habe ich noch? Meine Mütze. Liegt hier auch mal wieder. Und das Don't Move geht ja immer noch. Ich hab nichts mehr zu zeigen. Mein Xbox-Controller. Mein Portemonnaie mit... Da muss ich mal ausmisten. Und hier, das kann ich zeigen. Guck mal, Leute, hier. Herr Bergmanns Visitenkarte. Zieht euch das mal rein. Das ist schick. Also da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Das ist wirklich eine sehr, sehr schön gestaltete Visitenkarte. Vor allem das Geile ist, man kann die auch... Warte, wollen wir das mal ganz kurz zeigen.
Man kann das Ganze auch abziehen, wenn ich das jetzt nehme, obwohl das lasse ich lieber. Da hat er auch auf unserer Köln-Tour hat er so einen Aufkleber einfach skandalöserweise an mein Auto geklebt. Unglaublich. Ist dann aber nach einer Zeit abgefallen, sodass da jetzt wieder da von Lufthansa freigelegt wurde, das Bild. Und es ist, ich baue einfach mal da drauf, dass das Ganze funktioniert. Hier habe ich auch noch meinen, habe ich schon mal meinem Vater bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das müsste, glaube ich, zum, war das zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Seht ihr den? Bitte tötet Paluten nicht bei Happy Wheels. Er ist so ein Noob. Alter, wie lange geht dieses App Don't Move? Das ist ja mega crank. Und für die Leute, nur zur Info, ich habe immer nur Don't Moves mit der Voraussetzung gesagt, dass sie das ruhig bringen können, dass ich dann irgendwas Schwachsinniges mache und Ende. Victory Sound. Achso, das war's jetzt schon. Junge, kein Victory Sound? Oh, William Rösner. Ich weiß nicht, ob du in Recall kommst. Es tut mir leid, müssen wir mal schauen. So, Paluten Impossible kommt aber hoffentlich von Rox in den Recall. Hey Paluten, wie kann man dieses Level schaffen? Ganz einfach, versuch es doch. Hau rein! Okay, Rox. Hä? Ja, das kriege ich doch ganz easy hin. Oh! What? Wait a second. No! 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 No, verdammt! Nein! Warte, vielleicht einen Tick zurück und dann nach vorne. Ja, komm! Junge! Du lebst noch! Nein, dein Unterkörper hält dich auf, weil er noch auf dem Fahrrad sitzt! Du lebst doch noch! Nein! Ey, du bist so ein behinderter Unterkörper! Ah, Mist! Oh! Jetzt komm, bitte dieses Mal! Nein, du musst dich nach vorne! Och, komm schon! Ey, das kann man aber. Jetzt! Ah, oh, verdammt! Komm! Na, hä? Eben hatten wir das immer. Alter! Jetzt! Na, jetzt! Nein! Oh, der Kopf. Verdammt! Oh! Boots! Superpowers! Haben wir die beiden Blöcke einfach weggebetzt. Wunderbar. So, Palutenjump Nummer 7 von Nisch 295. Moin, Paluten! Neues Level, viel Spaß! Danke. Danke, Kollege. Da guck ich doch mal, ob das Tutti Frutti ist, weißt du, hier, zack, Frontflip. Und jetzt, Backflip. Okay, das war nicht so gut. Das, weißt du, jetzt können wir nochmal den, okay, warte mal. Das sollten wir sollten vielleicht den Backflip in der Luft probieren und nicht irgendwie auf dem Boden. Oh, Double Backflip, nice. So, das lassen wir dieses Mal einfach. Weißt du, jetzt können wir hier nochmal einen riskieren. Und landen im Ziel, schönes Level. Also, das hat mir wirklich gut gefallen, kann ja die Wertung nicht nachvollziehen. Weiter geht's mit MC Kake Gamer Paluten Hoi. Na, wegen Schule kommen nur sehr wenige Level. Sorry, Paluten. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. So, komm schon. Okay. Momentan passiert noch nichts. Machen hier. Oh! Und da ist schon der Victory. Guck mal, das sind noch Levels nach meinem Geschmack. So easy peasy. Und da kommt schon wieder der gute alte Rox. Mit Paluten Not Possible. Ey, Paluten, dieses Level ist nicht das mega impossible Level. Also du kannst es schaffen. Pass wie immer auf deinen Kopf auf. Hau rein. Warte mal, das haben wir doch eben gerade. Hä? Das haben wir eben gerade gespielt. Also das kennen wir doch schon, lieber Rox. Weiter geht's mit Paluten Evil Ananas 4 von The Soul Cream. Moa, Evil Ananas ist endlich da. Und wenn du Don't Move machst, dann ist es ein bisschen lustig, aber du musst das Level beerleben und schaffen. Ansonsten bist du ein Noob. ET nicht erlaubt. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gezockt haben. Und wieso überlebst? Achso, das Ü kann da wahrscheinlich nicht angezeigt werden. Also, ich verstehe das nicht. Oh! Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, oh Gott, ob wir dieses Level schon mal gespielt haben. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich glaube nicht. Ansonsten, bitte. Oh! Bitte ich das zu entschuldigen. Nee, das hatten wir noch. Oh Gott! Hatten wir noch 9! Warte, wir leben noch. Puh. Alles cool. Evil Carnival Ananas. Ja. Nein! Ach komm! Jawohl! Elegant, zackig, knackig. Huh. Jawohl, das war nur unser Sohn, dieser Huhn. Was ist denn? Was fliegt uns da immer in den Kopf? Oh Gott, und da ist wieder der Kopf. No! Danke. Okay. Zack. Harpune überleben. Zack. So, warte mal. Irgendwas fliegt uns da immer in den Kopf. Das ist diesmal nicht der Fall. Woher kommt dieses Ding? Das ist doch... Ach. Ein Scherz.
Das ist Scherz. Wow. Ja, warte. Kommt dies. Nee, diesmal haben wir dieses Ding abgewehrt. Komm. Jetzt nach vorne. Bitte, bitte, nein. Und das Ding dreht sich falsch. Nein, bitte. Zack. Zack. Und jetzt so irgendwie so fahren. Jawohl, dann haben wir das Ding auch abgewehrt. Und fallen. Und sind einfach zu langsam. Warte, das überleben wir noch. Nice. Dang. Zieh mal auch unsere Hände, weißt du, die cruisen noch ein bisschen mit. Zack, abgewehrt. Nein, ach komm schon. Leute, was ist hier los? Nein, hör auf. Okay, Leute, es ist aber auch nicht so einfach, wie das immer aussieht, ey. Zack. So, jetzt irgendwie hier so fahren. Damit dieses eine Ding hier kommt. Das kommt doch immer an einer bestimmten Stelle. Ja, ja, ist ja gut. Jawohl, abgewehrt. Nein, wir haben uns festgetaggert. Wir haben... Oh, komm. Ach, sowas muss doch nicht sein. Zack. Peng. Und jetzt so. Warte. Jawohl, abgewehrt. Perfekt. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen Speed holen. Um dann elegant hier rüber zu kommen, um dann hier zu sterben. Och, Leute. Nein. Okay, das war nur unser Sohn. Er hat den Kopf verloren. Aber er ist sowieso, weißt du? Er mag keine Zelda-Spiele, weißt du? Das hat ihn als unseren Sohn sowieso schon disqualifiziert, weißt du? Und Super Mario hat er auch immer gehasst. Spielt kein Minecraft, ey. Den kannst du mega knicken. Und das, ey, das ist doch... Jawoll! Yes, exit to menu. Yes. So, Baluten Sword Jump von Macarons. Hallo Baluten, das ist mal was ganz Korruptes, wie man es auch schreibt. Viel Spaß. Okay. Leute, ihr dürft nicht vergessen, die Sachen einzustellen. Also, tut mir leid. Das musste doch hinreichend bekannt sein. Zumal haben sich das eine Mal auf die Leute... Och, verdammt! Die Leute aufgeregt, dass ich dann... weil da steht kein Charakter dabei. Und ich denke nicht, dass die Leute das... Weil das kann doch nicht so schwer sein, das einzustellen, welchen Charakter man nimmt. Also, ich weiß nicht. Und dann auf mich noch hier sagen, Paluten, weißt du, spielst die Levels nicht richtig, du bist voll der Lappen, hatte der das eine Mal geschrieben. Und da dachte ich so, oh, okay, du hast im Leben auch keine größeren Probleme, oder, Bro? Also, manchmal echt ein bisschen nervig, dann solche Sachen zu lesen, weil man gibt sich über diesen Let's Plays ja auch Mühe. Und dann wegen solcher Kleinigkeiten, die einfach sowas von belanglos sind. Also meiner Meinung nach, das ist dann immer ein wenig, ja, demotivierend. Ja, komm schon, nein, hui, ho, jawoll, die haben wir jetzt schon mal entwaffnet. Jetzt müssen wir da aber allerdings nur mal mit ein bisschen Speed rüberkommen. Zack, yes. Aber die sind umso, nein! Och Leute, was? Okay, last try. So, dass keiner meckern kann, sodass wir den angeblich richtigen Charakter nehmen. Und so nehme ich gleich den Helikopter-Dude, ey. Dann slurpen wir aber... Okay, wir nehmen den Helikopter-Dude. Hier, zack. Das ist kein Cheaten, weißt du? Wenn die Möglichkeit gegeben wird, dann... Ich meine, das wäre so, als wenn man in GTA vor die Möglichkeit gestellt wird, ein Level irgendwie mit dem Auto zu machen oder mit dem Flugzeug. Weißt du, dann nimmt man auch das Flugzeug, weil einem das Spiel das ermöglicht. Zack. Und da ist der Victory. Boom, Schakalaka. Und ich würde mal spontan sagen, das soll es gewesen sein mit der heutigen traumhaften Folge von Happy Wheels. Ob sie wirklich traumhaft war, das müsst ihr entscheiden. Denn wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine sehr motivierende, positive Bewertung freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Am Wochenende gibt es, denke ich mal... Kein Livestream. Heute würde es, denke ich mal, auch keinen Livestream geben. Heute ab 18 Uhr. Denn die gute alte Sturmwaffe kommt nach Hamburg. Und da werden Bergsman, meine Wenigkeit und er ein bisschen durch Hamburg shuffeln. Und dann dies, das machen, sodass es wahrscheinlich, ja, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Livestream kommen wird. Aber na gut, Leute, das soll es gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.